Leid, gell? Ich habe mich dir ein bisschen anders vorgestellt. Warum siehst du so aus? Es ist so, wenn man lieber Gott ist, dann man kann die Welt erschaffen, aber wenn sie dann einmal so ist, wie sie ist, dann ist es vorbei. Dann hat man nichts mehr zum Sagen, dann ist man der Depp. Ja. Ja, das klingt ein bisschen traurig. Ja. Du musst nicht traurig sein, mein lieber Gott. Es ist die Menschen, dass das Problem ist, weil nichts gibt so sehr das Gefühl der Unendlichkeit wie die menschliche Dummheit. So ist nicht deine Schuld. Danke, Pope. Selbst danke, lieber Gott. Bist du sehr viel... Liebe Frau, Herrgott. Liebe Frau, Herrgott. Wir sind gendermäßig echt korrekt im Himmel. Eigentlich, der Heilige Geist sagt immer Gott divers, aber ich habe ja nichts zum Mitreden. Es ist, ja, so aber warum bist du so traurig, lieber Gott? Ja, weil früher, da war es einfach schöner. Da haben die Menschen an mich geglaubt. An Weihnachten, da war es noch friedlich und man hat noch betet. Jetzt denke ich mir manchmal, macht keinen Sinn mehr. Vielleicht gehe ich einfach in den Ruhestand. Aber ich kriege keine Rente, das ist der Scheiß. Thank you.
Danke. Mir geht's super. Wie geht's dir? Alles ist super. Ich bin immer glücklich. Oh, ja. Ich liebe mein Leben und mein Leben liebt mich. Ist das Leben nicht... Ah, es ist super. Und deine Klamotten sind echt geil, Mann. Jesus. Danke, danke. Ebenfalls. Oh, danke. Du schaust super aus. Danke, danke. Wie geht's mit der Familie? Ist alles gut? Mutter, Vater? Alles gut? Mama geht super. Bisschen zugenommen. Ja, leider.